Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Euro Truck Simulator 2 Video und auf dem ersten vom Trade Connections Switzerland Event, was wir hier haben. Insgesamt das persönliche Eventziel, dass man mindestens 10 Lieferungen von in sich verschiedene Länder fahren muss, also quasi von der Schweiz zu verschiedenen Ländern, beziehungsweise umgekehrt, also es müssen immer 10 verschiedene Länder sein. Und als Community Goal sind die 20 Millionen Tonnen angesetzt. Das Ganze geht bis zum 14. Juli. Mindestens 200 Kilometer muss die Strecke sein. Hier oben haben wir es, Switzerland in 10 different countries. Die Umfrage hat ergeben, es wird der neue Mercedes-Benz, der New Actros, gibt auch nur noch einen neuen, den ich mir wiederholen können. Es ist die Frage, ob es ich wahrscheinlich beim normalen LKW-Händler, gehe ich mal von aus. Bin ich mal gespannt, von wo wir aus los können und ob ich noch Kohle aufnehmen muss. Ich habe nämlich noch 209.000. Damit wir auch genügend Spaß haben, nehme ich nochmal einen Kredit auf. Ich zeichne ein bisschen immer nochmal ab hier. Sagen, kaufe ich mir das Ganze und ich gucke, wie da drauf geht, aber gut, it is what it is. Dann kaufen wir den ganzen Spaß mal für 278.000. Ich weiß gar nicht, ob ich hier noch irgendwo eine Platz in der Garage habe, da scheinbar nicht. Und in Toulouse ist gerade noch so Platz, sehr gut. Dann setzen wir den mal da rein.
Wunderbar, sind wir noch bei 31.000. Die in Rom müssen wir dann auch mal langsam aufbauen. Und dann springen wir mal, ich weiß nicht, in welchem Eck wir sind gerade drin. Der bei Renault, ach, der bei Renault ist, genau, der bei in Rom ist, in dem sind wir gerade drin. Und dann springen wir mal in den neuen Actros rein und schauen, wohin. Hä? Achso. Genau, einsteigen und dann schauen wir mal, wo die Reise von hier aus geht. Und wir sind hier noch in Rom. Das ist ja schon mal gut. Das heißt, wir müssen mal gucken, ob wir was von Rom bekommen in die Schweiz. Ist ja egal, was für ein Auftrag. Und ich stelle nochmal eben die Sachen, eigentlich vergessen habe, wieder einzustellen. Mit einfach mal, ne, weil es mir hier auch ab und zu mal ein bisschen gerne mal leckt, dass ich dann gay hier Lane-Assistent und so weiter mal drin habe. So, die adaptierte Geschwindigkeitsregelung aktiviert und den Lane-Assistent. Dann kann ja jetzt nichts mehr schief gehen. Und eine Sache vergessen. Die Lichter brauchen wir natürlich auch bei Dach und Front. Okay, bei Dach eher weniger als bei Front. Sehr gut. Dann schauen wir mal, wo die Reise geht. Ob wir von Rom aus in die Schweiz kommen. Es wäre natürlich praktisch, wenn man irgendwie nach Schweiz irgendwie suchen könnte. Oh wait, warum habe ich eigentlich... ich glaube, ich habe neulich mal Österreich mit der Schweiz als Schweiz betrachtet, betitelt. Nach Genf, Computerprozessoren für 36.000. Gute Kohle. Ja, fahren wir hin. Nehmen wir den Auftrag mal an, bevor er weg ist. 3884, 54 Kilogramm, 38 Euro pro Kilometer. Dann nehmen wir mal den Auftrag an. Dann haben wir die Möglichkeit, können hier gut drehen. Schon mal fragen, ob wir nochmal den Gang reinbekommen. Natürlich wieder super, dass es regnet und dadurch wieder schön laggy ist für mich. Weit haben wir es denn jetzt überhaupt bis zur Ladestelle? 50 Kilometer, alles klar. Wir sind auch wieder hier in Rom. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Dann wollen wir mal kurz dorthin fahren und die Ladung abholen. Computerprozessoren. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Hätte ich gewusst, dass es ein Kreisverkehr ist. Ich meine, ich hätte es ja wirklich erahnen können und sehen können, aber ich war gerade doch zu sehr fokussiert auf das Fahrzeug. Nimm diese Ausfahrt. Mir sehr wünschen, dass es aufhört zu regnen. Meine Güte, also es ist ja. Okay, ich frage mich jetzt gerade, ob es daran liegt, weil jetzt gerade ich quasi. Ja. Okay. Okay, ich merke schon, ich weiß, welches Feature ich definitiv deaktivieren werde, weil es hilft mir komplett gar nicht. Ich habe mir gedacht, okay, wenn es ab und zu mal diese Ruckler gibt bei mir, mit dieser alten Mühle, mit dem Ersatzrechner, dass ich dann zumindest das hier aktivieren kann, damit ich dann nicht komplett irgendwo reinbretter, aber. Hallo?
Aber das ist ja gerade gar nicht geholfen. Bitte links halten. Was eigentlich ganz gut aussah. Da. Dings. Schalten wir es einfach nochmal an und lenken es einfach mal gerade gar nicht. Einfach nur spaßeshalber, um das Feature zu testen. Probieren wir es einfach mal aus. Okay, ich darf einfach nur nicht den lenken. Das ist aber schon echt eine Hin und Her, ne? Also. Ich weiß jetzt echt nicht, wer von uns beiden besser fährt. Muss man eigentlich schon echt so ein bisschen mit unterstützen, so, ne? Okay, super. Ja. Okay, ich weiß auf alle Fälle, was ich mache. Ich werde das Feature auf alle Fälle ausschalten, weil... Ja. Ne? Man sieht's ja. So, das ist auch wieder schön in den Miesen. Also ich meine... Wenn ich hier in diesem Profil, auf diesem Profil mal irgendwann auf jemand grüne Zahlen schreibe, dann ist es echt ein 6er im Lotto. Können wir auch schlecht den Truck wieder reparieren. Frisch gekauft. Gerade mal keine Ahnung wie viele Meilen runter, 27 Kilometer. Ich leg mich gleich hin, damit der scheiß Regen weg ist. Ich bin gespannt, wie dann die adaptive Geschwindigkeitsregelung ist. Ob die irgendwie eine Unterstützung ist. Im Kreisverkehr oder nicht. Nimm diese Ausfahrt. Ja, also mit dem Regen ist echt gerade echt wieder sehr ungeil. Für mich jetzt zum Fahren. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Okay, hör auf, dann brauche ich mir gar nicht mit dir aufs Ohr hauen. Nimm diese Ausfahrt. Kann ich gleich im Game zumindest mal den Truck wieder reparieren, ne? Also schön wieder ungefähr die Hälfte der Kohle, die wir bekommen, wieder ausgeben. Biege nach rechts ab. Wir sind fertig. Ja, wir müssen noch warten, bis das Tor aufgeht. Lass uns loslegen. Dann wollen wir mal los. Schauen wir mal, wohin die Reise geht, wie die Reise aussieht. Wir fahren die
A12 durch an Livorno vorbei, an Genua vorbei. Bei Genua geht es dann kurz auf der A7 gen Norden, dann wechseln wir auf die A12, die dann bei Turin zur A55 wird. Dann wechseln wir von der A55 dann nach Frankreich auf die A43, der A43, wechseln dann, fahren dann von der A43 runter auf die A41. Und von der A41 geht es dann auch schon direkt in die Schweiz über die Grenze. Und da sind wir eigentlich auch schon da. Und können dann und sind sogar direkt da, wo wir die Kohle wieder ausgeben können, nachdem wir 950 Kilometer gefahren sind. Wir müssen auch nochmal pennen. Interessant. Ja. Aufliegerschaden. War ich schon fertig? Wild. Das war sehr wild. Da ist frei. Da ist auch frei. Biege nach links ab. Ich muss mir gleich nochmal Italien aufschreiben. Weil ich die Italien schon abgehakt habe. Mache ich am besten mal jetzt. Bevor ich das wieder vergesse. Also das mit der adaptiven Geschwindigkeitsregelung könnte interessant sein. Dann halten wir das Tempo, fahren nicht so dicht auf. Also gut, auf 14 Meter fahren wir dann auf jetzt, weil das ist das Geringste, das ist Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. das Höchste, was man nehmen kann. Nimm diese Ausfahrt. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Okay, ja, 418, okay. Man merkt, die Bremsen sind dadurch anders wie eingeschaltet, obwohl ich da glaube ich gar nicht mal so viele Prozent der Gänge geändert habe. Aber ich habe das Ganze jetzt auch angepasst auf ATS. Am Sprich, wenn ich hier die Biege erste mache und Ausfahrt wieder nehmen. mich schlafen lege, dann liegt das daran, Nimm dass es diese Ausfahrt. ja die Physik, der Physikunterschied ist zu den amerikanischen Trucks oder Inkompetenz. Oder beides. Wir den Kreisverkehr da hinten. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Oh, das war jetzt nicht der Plan, aber okay. Dann haben wir mal den Gang rausgenommen. Nimm diese Ausfahrt. Biege nach rechts ab. Fahren wir wieder gemütlich hier runter und dann geht's. Ja gut, nicht wirklich ab Richtung Schweiz. Die nächste Ausfahrt kommt sofort. Denn jetzt geht erstmal Richtung Livorno. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Wahrscheinlich wieder die Nimm die 40. Ausfahrt rechts. Ja, die 40 wieder bei der Ausfahrt.
So ein bisschen reflektierend, rückblickend auf den Unfall gerade eben, würde ich schon sagen, dass es so eine Mischung war aus. Ich habe, glaube ich, wahrscheinlich ein bisschen zu stark gegengesteuert. Also man muss ja gegensteuern, damit man hier halt einen Spurenwechsel machen kann. Hat jetzt dem nicht wirklich was zugute getan, aber hat das auch mit dazu beigetragen, wahrscheinlich, dass ich dann auch deutlich mehr rübergezogen bin, als dass ich vorher dann auch fast frontal dagegen die Barriere gebrettert bin. Ich war gerade kurz davor zu bremsen. Just saying. Also es war mir dann doch schon ein bisschen zu knapp. Ich habe hier kaum die Flasche auf. Schade, dass es mit dem Lane Assistant halt nicht so wirklich funktioniert mit dem Spurenassistenten. Aber klar, es funktioniert schon, ne? Aber wenn man wenigstens den Ton ausmachen kann, aber dann schwenkt man ja immer noch von A nach B. Also das kriege ich ja auch hin, von A nach B zu schwanken, wie man sieht. Ich bekomme es zwar nicht manchmal hin, dann zu lenken. Also ich lenke. Ich habe jetzt gerade gelenkt, das war jetzt gerade das zweite Mal lenken, wo es angenommen wurde. Teilweise ist halt das dritte Mal und dann ist da eine Tunnelmauer, aber ja. Aber ich würde sagen, ich fahre schon ein bisschen gerader, wenn die Eingabe dann auch angenommen wird. Da wurde sie gerade wieder nicht angenommen. Als wenn ich jetzt mit dem Spurenassistenten jetzt fahre und dann immer von A nach B fliege und dann auch wieder in die andere Spur fliege. Also wenn das so feinere Lenkbewegungen wären, dann wäre es halt schon nice so vom Feature her. Würde ich es auch, glaube ich, wieder anmachen. Oh, zumindest auf alle Fälle würde ich hier nochmal überlegen, was anzumachen. Aber so ist es ja doch keine Unterstützung. Wie oft. Ja, gut, dann lenke ich halt nicht nach rechts, dann bleibe ich auf der linken Spur. Es macht auch keinen Unterschied, ob ich jetzt die Tastatur reinhämme oder nicht. Also. Es wird teilweise einfach nicht angenommen. Was da gerade irgendwie ruckelt oder weiß ich nicht. Ist auch schon wieder. Ja, wieder mit 80 durch, mit 80, vor allem mit 30. Mal von 13 Euro bezahlt, jetzt ist die Schranke auch deutlich, deutlich früher oben. Was sehr angenehm ist. Ich komme nicht in halben Herzstillstand.
gerade mal 100 Kilometer haben wir jetzt geschafft. Das ist echt ein Hin und Her, aber auch viel, viel Geschwindigkeitsverlust durch die Mautstellen. Das kommt natürlich auch noch dazu. Ach, okay, jetzt kommt die Baustelle hier wieder. Wollen wir mal gucken. Okay, ja, er bremst ab. Er ist noch auf 80, aber er bremst ab. Sehr schön. Das gefällt mir. Dann kann ich so auch ganz entspannt auf der 80 bleiben, weil es hier gleich wieder schneller vorangeht. Dann brauche ich auch gar nicht mal die Cruise Control zu adaptieren. Wir sind immer noch auf 80. Der einzige Unterschied ist, wir werden halt durch die adaptierte Geschwindigkeitsregelung von der Cruise Control werden wir abgebremst. Wenn vorne jemand langsamer fährt. Ich sehe mich ja irgendwann nochmal auf die Fresse legen, weil er dann hart in Eisen geht, ich am Lenken bin und dann, ne? Da sagt die Schwerkraft so, nö. Und dann mache LKW so. Ah, das ist schon cool. Das gefällt mir, das Feature. Das kann erstmal anbleiben, wie gesagt, solange ich mich auf die Fresse lege. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe das irgendwie im Gefühl, dass es passieren wird. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist es einfach doomed zu passieren. Also werden wahrscheinlich jetzt erstmal auf dieser Fahrt nicht so viel neu sehen, also höchstens auf den letzten Abschnitt von Frankreich nach in die Schweiz rein. Was halt noch cool wäre, wenn man im Auftragsmonitor quasi nach filtern kann oder suchen kann nach Städten, ach nach Ländern. Ja, und oder Städten natürlich auch, würde natürlich auch gehen. Weil Länder halt dann teilweise doch schon eher hilfreicher sind. Das reicht ja auch schon an Filter. Oder an Suchbarkeit. Okay, das war jetzt noch nicht. Okay. Ich bin mal gespannt, ob das auch passiert bei so Auffahrten. So wie in der Realität ja auch, dass dann irgendwie. Gut, ich habe jetzt wahrscheinlich einen Notfall. Bremsassistenten drin, aber von der Cruise Control adaptiert könnte es ja prinzipiell gesehen auch passieren. Ich weiß nicht, ob es nach Realität auch so ist, aber der Notfallassistent, der auf Notfallbremsassistent, der kickt ja manchmal auch rein.
in der Realität. Beziehungsweise vielleicht kickte das auch. Vielleicht hat sich da ja auch mächtig was getan, so in den letzten, I don't know. Wie lange mag das her sein, wo ich es mitbekommen habe? 3 Jahre, 4 Jahre vielleicht? Ist aber solchen Sachen besser wieder hilfreich, aber wir haben es ja jetzt gesehen, es ist nicht wirklich hilfreich. Es ist eher ein. Meine Güte. Es ist halt eher wie ein Fahren auf dem Containerschiff bei hoher See. Vor allem, wenn dann noch von der Seite der Wind kommt und der Strom und whatever. Wer ist denn das nochmal? Ich komme jetzt gerade nur auf Wallace Wells. Irgend sowas, glaube ich. So, dass das Schiff dann ins Rollen kommt, wenn dann quasi die Wellen von der Seite kommen. Strömung, so ist das Ding. Strömung. Man muss lange noch an was anderes denken. Wahrscheinlich war sogar nicht Wald, sondern verdammt. So, wir sind jetzt gerade mal gleich bei Livorno. Also wir haben noch ordentlich Fahrt vor uns. Ich habe einfach aufgrund des Testens von der Funktion, wo ich dachte, dass sie hilfreich ist, schon mal direkt wieder einen Chance rausgeballert bekommen. Auch wenn ich es leider zu viel für meinen Geschmack solche Clips sind, aber okay. Kommt bei 58, 85. Haben wir einen Puffer von 5 Kilometer schon da. Bitte links halten. Rapid Implement, gut. Vielleicht wird er eh wieder abgebremst werden. Die Frage ist, links halten oder rechts halten? Na, das sieht nach rechts aus. Schauen, ob der Bus einem hilft bei der adaptierten Geschwindigkeitsregulierung oder. Ich muss ja jetzt eh runtergehen auf 30, von daher ist mir der Bus jetzt auch erstmal egal. Schon auf 80, 85. Dann geht es nach Genova. Nicht nach Firenze, sondern nach Genova. Erstmal nach Genova und dann geht's nach Frankreich kurzzeitig rein. Fährst du mal in Frankreich? War das vergleichbar mit Italien, dass die Rechtsabbiegerspur, wenn sie auch hier auf dieser Spur, wo wir gerade fahren, nicht bedeutet, beziehungsweise wenn oben an der Tafel jetzt quasi für unsere rechte Spur Rechtsabbiegen angesagt ist, dass da trotzdem weiter gerade ausgefahren wird? Ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Wie waren die Abfahrten nochmal? War das auch 40 oder waren das 60er Abfahrten? Ich weiß es nicht mehr.
weiß nur, dass ich in anderthalb Stunden wieder Kohle abgezogen bekomme. Und zwar in diesem Fall 8000, glaube ich. 8800 oder so. War das 9000? Pro Tag. Auf alle Fälle zu viel dafür, dass wir so wenig Geld haben. Wenn in Frankreich ist, übelst auch wahrscheinlich Zeit zum Schlafen. Ja, könnte sein. Maybe sogar schon früher. Ja, mehr als lenken kann ich nicht, ne? Also wenn ich die Taste drücke und nichts passiert, dann passiert halt nichts. Wurde die Fracht jetzt beschädigt? Ja, zum Glück nicht. Immerhin etwas. Mag diese Tunnelarten da jetzt gerade echt gar nicht mit den Licks. Mit den Pfeilern da noch. Mit Pfeilern, ne. Pylonen, whatever. Auch genau wie ich diese eine Buchten gerade überhaupt nicht leiden kann. Das ist ja alle sehr schön, das zu fahren, aber auch nur minimal, meine Güte, minimal anstrengend nur mit dem Scheiß hier. Scheiße, jetzt gerade in diesem Fall der Rechner. Ich habe erst nach links gelenkt, ich kuss gleich die Mauer. Ich habe kurz nach links getappt und fliege fast auf der Gegenspur. Wenn
gleich gepinnt habe, dann speichere ich kurz und starte nochmal kurz neu. Just in case. So, Richtung Turin und Milano. Mailand sah ja auch, über die Vororte von Mailand waren ja auch echt schlimm. In der letzten Zeit. Rechts halten. Und dann ausweichen. Ja, also ich meine, du kannst ja ruhig mal hier adaptieren, so, ne? Just saying, so, also ich meine, ne? Wozu haben wir es denn aktiviert? Aber jetzt machst du es. Sehr schön. Die Ausfahrt rechts. Ja, hast du es aber auch nicht mehr machen müssen. Aber okay, dann scheint es. War dann wirklich eine wahre Kurve eigentlich auch nicht, ne? Also weiß ich nicht, warum das jetzt gerade nicht so wirklich gewollt hat wie zuvor. Das Ganze weird, weird, weird. Wir fahren jetzt, glaube ich, über die fertiggestellte Genua-Brücke lieber. Kann das sein, dass wir über die Genua-Brücke fahren? Oder war das doch woanders? Ich glaube, das war woanders, weil ich weiß schon gar nicht mehr. Aber da gab es auch mal ein Event, wo wir sie quasi virtuell als Community aufgebaut haben. Das weiß ich, wieder aufgebaut haben. Weil ich gar nicht genau weiß, was da jetzt so in Realität nochmal der Ursprung war. Was ist denn jetzt wieder gewesen? Hat jetzt doch der LKW von vorne reingekickt oder was? Ich bin verwirrt. Bitte rechts halten. Müssen wir mal beobachten. Akribisch beobachten. Das war jetzt, weil ich runtergebremst habe und hier noch eine Kurve gegangen bin. Das lag jetzt daran, aber. Das war, weil ich gelenkt habe. Das ist die genauere Bezeichnung des Ganzen. Ne, noch nicht die 80. Bei Torino schlafen. Oder wo wird das wahrscheinlich so sein? Das ist noch. Ja, ich würde sagen, wahrscheinlich sogar kurz vor Frankreich dann. Na, oder bei der Grenze. Wir können auch bei der. Also nicht bei der Grenze, sondern bei der ersten Maut. Nach der ersten Maut können wir dann in Frankreich schlafen. Oder müssen wir es schon vorher machen? Passt das überhaupt bis dahin? 3 Stunden? Nee. Eigentlich müssen wir das hier machen jetzt gleich. Weil da wird auch schon eng. Das sind 2,5 Stunden. Ja, das ist lieber jetzt sofort machen. Lieber jetzt sofort, denn wir sind nur noch bei 2 Stunden. Ja, wir müssen es einfach jetzt direkt hier machen. Zeit zum Schlafen. Wir werden noch mal kurz beschleunigen. Da ging sie weg, die Kohle des Tages. Wollte vielleicht auch nochmal zusätzlich drauf gehen. Vielleicht die Frage abgeliefert habe und dann den Truck gehört habe. Ja. Irgendwann keinen Kredit und grüne Zahlen. Wann, ja, ist dann die andere Frage.
vielleicht nicht mehr in diesem Leben, Kappa. Ich will auch gar nicht wissen, wer es bei den Notfallassistenten ist, ne? Also da legt man sich doch bestimmt auch auf die Nase. Dann legen wir uns mal kurz hin. Ich starte das Spiel neu und wenn das Spiel neu starte, mal einen kurzen Ofen an. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Immer geradeaus. Da wollen wir mal hier hin. Okay, ich wollte nicht so stark abbremsen, aber ist auch in Ordnung. Und dann ein Stückchen müssen wir noch. Dann legen wir es mal hin und ich starte mal das Spiel neu. So, ein bisschen cool ist wieder mehr drin. Also, okay, wir ist wieder bei 36.000. Die eigene Fahrerin hat jetzt irgendwie. Warum ist das Licht nicht an? Also, ich weiß automatisch und so, aber. Könnte auch noch an sein. Um 21 Uhr oder schon an sein. Die Fahrerin hat jetzt irgendwie 12.000 eingefahren. Schon mal nice. Läuft das schon fast wieder ein bisschen runter. Vorerst. Wage ich mal die Prognose zu stellen, dass ich gerade schon wieder ein bisschen läuft. Aber scheint echt sehr gut zu helfen. Aber es liegt ja auch in der Beobachtung, die ich gemacht habe. Oder passt jetzt in der Beobachtung? Beobachtungen. Ich muss mich links halten und den Motor wieder anmachen. €63 Maut. Und auf geht's. Ich glaube Richtung Lyon. Kann das sein? Weil wir sind noch bei Turin. Also es geht immer noch Richtung Genova. Nicht Richtung. Wobei, nee, wir fahren. Richtung Lyon, weil nach Genua geht es jetzt rechts rum. Sprich, dann geht es eher gerade Richtung Bern und Turin. Aber für uns eher Richtung Turin, weil nach Bern müssten, würden wir ja quasi östlich quasi mehr oder weniger reinfahren. Wenn ich mich nicht recht entsinne. Aber ich habe die Schweiz nicht vor Augen.
Diesmal war links sogar gut zu sagen. Vielleicht auf der Spur bleiben. Wer hätte das gedacht? Ja, ich gehe runter auf 60. Ich konnte nur nicht so schnell runtergehen, weil ansonsten wäre es wieder brenzlig geworden, weil ich dann wieder quietschende Reifen im Bett und vielleicht auch ein bisschen rumgedriftet wäre. Sehen wir von der Schweiz natürlich nicht allzu viel, allerdings, wenn wir dann in Genf sind, dann wird es ja danach nochmal, wird nochmal geschlafen und dann im nächsten Video in 2 Tagen, in ETS2 wird es dann eine Tagesfahrt sein, denke ich mal, hoffe ich mal. Lieber wieder rein. Bevor wir ein Unglück passiert. Apropos Unglück, ist mir jetzt erst gerade aufgefallen. Das morgige Video ist ja auch ein Unglück, also das zweite Video für heute. Also ja, morgig vor allem. Also für mich morgig, weil ich jetzt ja noch gestern auf den Samstag aufnehme, aber das andere heutige Video ist auch noch ein Glück. Das Video quasi. Vom Titel her. Von der Missionsbeschreibung her. Also im Grunde genommen passend, dass ich das Unglück quasi mit dem Testen der neuen Funktion hier eingeleitet habe. Aber ist ja auch nicht wirklich, als ich es mal hier getestet habe. Gut, es wäre natürlich sinnvoll, das auf einem anderen Profil zu testen, also eine ATS, wo ich 1 Million habe. Da habe ich das Skill zum Unfälle bauen und so weiter und so fort. Mehr als hier. So, Flasche zu drehen. Aber da weiß ich zumindest, dass ich dann in ATS dann nur die Adaptive Cruise Control anstelle. Ich wäre jetzt gerade irgendwie wieder bei einem Grenzübergang. Aber der ist ja noch gar nicht. Da kommt der erst noch. Dürfte jetzt kommen, 60. So, bremst du mich weiter runter oder nicht? Nicht.
danke für nix adaptierte, adaptive Geschwindigkeitsbegrenzung. Danke für nix an dieser Stelle. Oh. Ich bin verwirrt. Keine Kohle abgezogen bekommen haben. Könnte vielleicht nur ein Grenzübertrag gewesen sein. Aber es ist eher noch gedacht, dass ich irgendwie ein Mautschutzrohr ist, aber okay. Links. Oder ist es irgendwie gerade. Gibt es einen Key, womit man die wieder deaktiviert? Ich habe aus Versehen gedrückt. Weil, warum hat es vorher funktioniert und jetzt nicht? Also, es gibt einen Key dafür. In der Theorie, aber erst die Taste ist nicht belegt. Also. Hä? Ich bin jetzt sehr hart verwirrt. Ist das jetzt ein Bug oder ein Feature im Feature? Ich meine, es tut nicht so wie der Spurenassistent, aber ich bin trotzdem sehr verwirrt. Mit 5 Sekunden Gas gegeben, bis nichts passiert. Sehr schön. Schön wieder mit den Bergen. Mal gerade ein bisschen Angst hier mit 90 zu fahren. Da muss ich jetzt einfach mal von ein Foto machen. Weil ich schon ATS nicht mache bisher. Die Fotos werde ich dann irgendwie wahrscheinlich in Discord reinpacken. Auf ihrem Empire. Link in der Videobeschreibung. Ah, jetzt, okay. Jetzt hat er wieder eingeklickt, die Cruise Control, die adaptive Geschwindigkeitsregelung. Wir wollen es dann richtiger formulieren. Ah,
war schon schön, durch die Berge zu fahren. Ja, wahrscheinlich noch schöner bei Tageslicht, aber ein andern Mal dann vielleicht. Schauen, wohin dann die Reise in 2 Tagen geht. Danke. Dass ich hier beschleunigen darf. In 2 Tagen ist jetzt sogar richtig, oder? Ja, in 2 Tagen ist richtig formuliert. Die richtige Formulierung. So gut für mich als auch für euch. Wow. Okay, den Zug habe ich nicht gesehen. Den habe ich nur gehört. Wahrscheinlich bin ich wieder unter 70. Bremst ihr mich runter oder nicht? Runter auf 80. Das macht wahrscheinlich mehr Sinn, selber mit runter auf 80 zu gehen. Einfach nur wegen der Gendarmerie. Ja, jetzt bin ich verwirrt. Wegen links halten bin ich verwirrt, aber dann halte ich mich halt links. Ich meine, es ist auch irgendwie... Ah, okay, weil, ja. Weil der Kreisverkehr, sag ich schon, weil das, weil ich das Autobahnkreuz einfach gerade deutlich anders registriert habe, als wir weiter weg waren und es noch nicht so ganz so groß auf der Karte war. Deswegen war ich nicht ganz sicher, ob ne? Es sah ein bisschen merkwürdig aus. 64 oder 84? Ich glaube 84 Kilometer noch bis Genf. Boah, mal jetzt rechts, ne? Schon einen halben Tank verballert auf dieser Fahrt. Ich glaube, ich habe das sehr starke Gefühl, dass im Gegensatz zum Cruising Nebraska Event, dass ich hier beim Trail Connection Switzerland Event, dass ich da deutlich, deutlich mehr ja an der Zapfsäule hänge. Warum die Achtung jetzt herkam? So, wieder schon geradeaus. Halt doch wieder ein bisschen Schiss gehabt, weil ich noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit drauf, weil ich reingefahren bin. Da habe ich doch ein bisschen Bammel, dass mir gleich die Schranke doch noch den Führer ausklebt. Also wir sind gleich beim Grenzübertritt und wir fahren das erste Mal, ich weiß gar nicht, ich glaube das erste Mal so auf dem Profil hier. Na, wobei ich glaube vielleicht beim Genua Event, besser beim Genua Bridge Event, da war ich glaube ich vielleicht doch
in der Schweiz gewesen. Nimm die Ausfahrt rechts. Na klar. Pennen müssen wir jetzt nicht mehr, das haben wir schon hinter uns. Gehen wir auf rechte Seite. Passt das? Ja, es passt. Lass uns nochmal selber einbremsen. Prüfen wir mal die Papiere, bis wir lassen sie überprüfen. Alles in Ordnung, gute Fahrt. Im ganzen Schwack ist alles in Ordnung. Dass dann nicht gemeckert wird, ist ja schön. Natürlich nicht nachher noch dran. Alles in Ordnung. Und das ist der Sound vom Getriebe. Something doesn't feel right there. Rechts halten. Und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Doppelt rechts. Bitte rechts halten. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Na klar. Biege nach rechts ab. Mehr Geschwindigkeit drauf gehabt, als ich dachte. Da sind wir schon mal direkt auf der linken Spur. Autobahn unter uns. Da haben wir Genf. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Demnächst links abbiegen. Hier haben wir sogar den Mercedes-Händler und auch die Werkstatt. Wo wir uns gleich gemütlich machen, denn wir würden gleich erstmal den Truck. Was haben wir jetzt gemacht? Ich habe den Scheibenwisch angemacht. Ich glaube schon. Rechts abbiegen. Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. Brauchen wir ein bisschen mehr Platz. Biege nach rechts ab. Müssen wir hier vorne rechts hin? Das war eine schöne Fahrt. Ne? Ich bin nicht rum.
dachte, ich hätte beide ausgeholt, aber scheinbar nicht. Müssen wir jetzt drin sein. Schon einen kleinen Schwachen, der da auf der Rampe steht. Fahren wir jetzt hier recht kurz rein. Platz da vorne haben wir ja. Ja, nicht schön, aber wird akzeptiert, also passt das. Dann laden wir es mal ab. Oh, sogar ausgezeichnet. Also gut, sogar. Ich meine, wir waren auf dem Schwack, auf dem Trailer. Ausgezeichnet. Computerprozessoren von Rom nach Genf geliefert, gefahren. Schreck knapp 1000 Kilometer. Dauer 1 Stunde 12. Weiß ich nicht, wie lange ich das gebaut habe. Also roundabout, sagen wir mal, 1 Stunde 8. In der Statistik werde ich das dann nochmal schön genau berechnen, wie die Fahrzeug jetzt wirklich war, ohne Pause. Verbrauchte Kraftstoff 450 Liter, kein Wunder, dass wir schon den halben Tank leer gefahren haben. Erledigte World Trucks-Aufträge in Euro Truck Simulator 2, 199, 38.000, 37.000 gab es knapp dafür, 1600. 61 Erfahrungspunkte, neues Level, Level 27. Das heißt, es geht jetzt auf. Jetzt muss ich gucken. Wahrscheinlich auf zerbrechliche Fracht, oder? Die beiden wären quasi hier. Dann haben wir hier, das heißt, es geht auf hochwertige Fracht. Auf Rang 5 von 6, das heißt plus 25% höhere Vergütung, ein Anstieg um 5% für Lieferungen hochwertiger Fracht. Neue Aufrüstungsteile gibt es auch. Oder auch doch. Nicht so wirklich spannend. Wir haben 73.500 noch. Dann würde ich sagen, reparieren wir mal den Schrank. Hauen uns danach aufs Bett. Wenn Tag in der Schweiz bei Tag ist, nicht beginnen können. Ist, wie viel es jetzt kostet. Hä? Oh wow. Zu weit geschlittert, sehr schön. Es fehlte nicht viel. Aber jetzt fehlt gleich viel. Alles reparieren für 2.000-3.000 und tschüss Profit. Ja, ne, da wollte ich gar nicht aufrufen. Ja. Okay, was ist das Schießprofil? Wir haben immer noch Profit, so ist es nicht. So ist es ja nicht.
Aber es könnte natürlich besser aussehen. Super. Und wenn du das nochmal... Ah, jetzt willst. Alles klar, natürlich. Wenn wir halb auf dem Parkplatz stehen. Also auf der Parkfläche hier. Oh, wunderbar. Stehen wir schön hier in der Reihe. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns entweder im nächsten Video hier vom Trade Connection Switzerland Event. Sprich in 2 Tagen. Oder morgen wieder hier mit Cruising Nebraska. Schön gut nachgedacht und ich schon wieder Kansas gesagt. Ich habe einfach zu viel in den Nebraska-Videos das von Kansas verglichen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.